Ahoi, willkommen zu einem weiteren unbedeutenden Vlog auf meinem Kanal, der mir fast einen Unfall hier gedacht. Ja. Freunde. Menschenskinder, ja, was ist denn hier los, Mensch? Paar Turbulenzen hier auf der Fahrt. Ich fahre hier mit den Shababs zu dem einzig wahren, nur die einzige Love, die Knochenbrecher von die Khashnir, Abu Sultan. Die Nummer 1, alle anderen Knochenbrecher sind Hunde. Auf jeden Fall Abu Sultan, die Nummer 1, ich fahre jetzt zu ihm, ich besuche ihn. Und dann werde ich mich mal durchknacken lassen. Bester Mann, ich bin hier mit meinem Bruder Ozi. Ali. Ahla darbat, wallah. Habibi, wallah. Oh, mein Bruder Bedri, die ein oder anderen kennen den Jungen ja schon. Er ist bekannt in der Szene, er ist bekannt. Auch als Knochenbrecher. Als Knochenbrecher, aber nur bei ihm fliegen die Zähne raus. Da fliegen die Zähne raus aus dem Kiefer hier. Freunde, auf jeden Fall, wenn ihr wollt, dass noch mehr kranke Vlogs kommen, noch mehr kranke Sachen, dann lass mal hier 1 Million Abonnenten auf den Kanal machen, ihr Salami. Aschbek, Warak. Ozi. Aschbek, Warak. Abus, einig, Abus. Macht mal alle einen Daumen hoch hier. Und macht mal einmal diese Abonnenten. Ja. Daumen hoch, Maniak. Freunde, ich mach ein bisschen Spaß. Ihr wisst, ich muss diese Vlog irgendwie unterhaltsam machen. Ich fing solche Vlogs. Auf jeden Fall, genau. Nichtsdestotrotz, wir fahren zu Abu Sultan. Bester Mann, wirklich. Bruder, sind wir versichert bei Abu Sultan, wenn irgendwas passiert? Oder? Bruder, Abu Sultan hat die beste Versicherung aus Libanon. Du rufst da an, du sagst, ist was passiert. Die sagen, Gilchara, Maniak. Nicht mit uns. Die sagen, Gilchara, Aywan. Versicherung, ja, Maniak. Bruder, die hauen dir das Telefon vom Kopf. Wenn du da anrufst, wegen Versicherung. Auf jeden Fall, Freunde, Spaß beiseite. Abu Sultan natürlich ein gelernter Mann, der versteht sein Handwerk. Wir fahren da eine Runde hin, ich feiere den und deswegen besuchen wir ihn jetzt. Und auf jeden Fall, Freunde, abonniert, kommentiert, ihr wisst Bescheid. Ich weiß jetzt nicht, wann dieser Vlog rauskommt. Ich glaube, ein paar Tage nach dem Rocky-Vlog. Ich hoffe, Rocky hat euch gefallen. Ich denke mal, übelstes Street-Video, Alter. Und ja, die nächsten Sachen sind sehr heiß. Wir sehen uns gleich bei Abu Sultan, liebe Freunde. Ich küsse euer Herz. Bleibt gesund. Bye. So, Freunde, ich bin angekommen bei Abu Sultan, die Nummer 1. Die Nummer 1 unter die Knochenbrecher. Habibi Abu Sultan. Abu Sultan. Bester Mann, ich küsse dein Herz. Wie geht's dir? Alles gut. Wie ist Abu Sultan? Ich habe alle da, Salam, Freunde. Salam alaikum. Salam alaikum. Freunde, wir sind bei Abu Sultan, die Nummer 1 unter den Knochenbrechern. Alle anderen, habe ich euch gesagt, sind Hunde. Deswegen, ihr wisst Bescheid. Jetzt bin ich erstmal hier und lass mich durchchecken. Von Dr. Abu Sultan, die Löwe, die Bombe, die Khashnir-Therapie. Heute werde ich zum Libanesen. Wenn er mich geknackt hat, kann ich endlich Arabisch. Ihr wisst Bescheid, Freunde, bis gleich. Da! Abu Sultan dreht durch. Abu Sultan dreht durch heute. Abu Bedri heute, Bedris. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Sag Darbat Abu Sultan. Habibi, Abu Sultan. Darbat Abu Sultan muss Darbat sagen. Abu Sultan, was hast du gemacht? Heide, Iran. Heide, Bre, Heide. Heide, Bra. Freunde, dieses Knacken von Beatrice Rücken, schau auf Koran. Bruder, als ob du noch nie in deinem Leben Rücken geknackt hast. Bruder, ich bin was war das? Gestaunt, boah. Ich wusste immer, ich bin explosiv, aber so. Bruder, warte, er ist noch nicht fertig. Auf Freunde, Seite. Bei Abu Sultan zu Hause, bester Mann, der hat den Bedri ruiniert. Schön nach vorne, das geht. Der hat ihn den letzten Tropfen hat er rausgeholt. Und das ist krass. Allah, boah, was kam denn da noch raus, Alter? Jetzt mach ich doppelt für ihn, weißt du, extra. Boah. Und der ist Albaner, ja? Ja, wallah. Das ist Albaner, Bre. Bre. Bester Mann, mein Bruder. Albanischer Löwe. Allah, auf den Rücken. Boah. So, Freunde, gerade war mein Bruder Bedri dran. Und jetzt werde ich gucken, was Sache ist. Weil ich habe auch ein bisschen Rücken zwischendurch, weil ich ja, ihr wisst ja, wie ich immer am Auto fahre, immer unterwegs. Und zwischendurch hat man mal was. Und jetzt muss Abu Sultan rausholen. Was sagst du, Abu Sultan? Schaffen wir? Leute, Sinan, heute. Ich glaube, Jalla, diese Ansage schon. Aber Gesundheit. Nur mit Gesundheit. Mit Gesundheit nur. Sinan, ich mache ihm gut in Gesundheit. Aber tacht darbat Abu Sultan, Khashnir Therapie, Heide. Ahla alam. Jetzt ist Onkel Sinan hier. Ja, nee, ich werde von Praktikant. Ja, natürlich. Abu Sultan macht nur prominente Leute, nur Albaner. Prominente, ja. Nur prominente Leute, Albaner. Nur die Baustellenleute. Zum Beispiel, du bist nicht prominent genug, du bist nicht auf Baustelle. Reicht nicht. Egal, ein anderes Mann, inshallah. Jetzt einfach nur locker lassen. Locker. Nein, ich mach. Jalla. Das locker. Machst du jetzt ehrlich, weil dann lass ich locker.
Locker, ganz locker. Allahu Akbar. Wunderbar. Allahu Akbar, uff. Oh, das ist der Rabat Abu Osman. Jetzt ist der Sinan dran. Bei dir knackt auch alles. Sinan, dreh. Ja, locker, locker. Allahu Akbar. Wann? Kannst du das irgendwie ein und Halas, der Praktikant ist fertig, jetzt kommt der Meister. Jetzt der kommt Abu Sultan. Oh. Heide, Bre, heide! Abu Sultan, Allah. Erstmal gucken wieder nochmal. Das kommt alles schön auch nach dem Knacken, ne? Naja. Abu Sultan, die Löwenhände. Mashallah. Nochmal, locker lassen. Gucken, vielleicht was. Heide. Locker lassen. Nochmal. Schön knacken auch. Locker lassen. Ist locker. Heide, Bre. Machst du gerne. Immer locker. Aber Sultan macht nur Gutes für dich. Ich weiß, Bruder. Nur deswegen bin ich hier. Gut. Nochmal, lassen euch frei. Gut. Leute, schöne Ohren. Knallah! Allahu Akbar. Schön wie frei. Allahu Akbar. Aufstehen. Schau wie arme Mensch, Bismillah. Allahu Akbar. Finger zusammen rein. Locker lassen. Allahu Akbar. Setzen. Boah. Mach mal Hände hoch. Hände hoch. Arm auf meine Hände. Da. Spezialknacke für dich. Extra für Sinan habe ich speziell gemacht. Wirklich. Freunde, ich sage euch, der Knochenbrecher. Jetzt einmal testen. Allahu Akbar. Testen, Sinan. Wallah, jetzt. Fühl dich. Wie neu, ja? Ja, Wallah. Das ist der Rabat Abu Sultan. Das ist ein Ölwechsel bei Abu Sultan. Abu Sa'inek. Abu Sa'inek. Doch, sag schon. Heide aufstehen. Fühl dich gut an. Schlafen jetzt? Wallah, noch jetzt ein Adana. Adana Körper. Schlafen, seid ihr schlafen. Oh, ja. Gut. Andere Hand geben. So. Voll locker. Aywa. Mashallah. Heide umdrehen. Heide, Bre, heide, Bre. Jetzt kriegst du einen künstlichen Becken. Locker lassen. Allahu Akbar. Aufstehen. Auf den Bauch. Freunde, so sieht die Sicht von hier unten aus. Ihr wisst Bescheid. Voll locker, bitte. Du hast schon große Beine da, ne? Von Sitzen. Locker lassen. Allah. Locker lassen. Locker lassen. And his name is John C. Sadar Bada Abu Sultan, Aish. Das extra für deine Schulterklappe. Gut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jetzt umdrehen, Seite. Boah. Ah, das ist schon am Schwitzen, der Sina. Seite, Sina. Schön nach vorne. Umdrehen. Nach vorne, bis gleich. Gut.
Leute, Sinan. Wohin willst du fliegen, Leute? Abu Sultan. Mit türkischer Airlines, nach Tarbat Abu Sultan. Leute. Abu Sultan, da musst du aufpassen bei mir, mein Hals. Da musst du vorsichtig sein. Abu Sultan, zieh komplette Kopf weg. Patron Abu Sultan. Wallah, wallah, vorsichtig sein. Ganz weg damit, du den Kopf. Schön spazieren, irgendwo schön spazieren. Mach Mund zu. Du merkst ja nicht, Abu Sultan hat dich gezogen. Allahu Akbar! Nee, er hat nichts gemerkt. Er hat nichts gemerkt. Allahu Akbar, ich hab gleich meinen Kopf geht ab. Und wo warst du denn? Wallah, ich war... Allahu Akbar. Wie viel Sterne hast du gesehen? Wie viel Sterne? Ja, schlafen. Wallah, schlafen eine Runde. Allahu Akbar. Bist du unten geknackt? Ja? Wallah, das ging. Ich hab keine Nasse. Ah, und diese? Allahu Akbar. Jetzt noch einmal locker lassen. Locker lassen. Aywa. Locker lassen. Eide aus Surden. Sinan, bitte. Jetzt Sinan ist alles gesund, inshallah, alles Gute. Aber ich vergesse ihn nie. Der muss Sinan hier kommen. Sinan, eigentlich sage muss hier kommen, Sinan. Eines nur bei Abu Sultan. Neuer Bock. Ich mache ihn fertig. Freunde. Ich sag euch eine Sache, ihr habt gesehen, als er meinen Hals geknackt hat, diese türkische Airlines, das hat noch nie einer bei mir gemacht, deswegen habe ich mich sehr erschrocken, aber es fühlt sich unnormal gut an. Ja, nee, es fühlt sich sehr gut an. Ich hatte vorher Kopfschmerzen, ein bisschen, die sind auch weg. Alhamdulillah. Liegt an den Ohren, ne, was du gezogen hast, ne? Ohren, ja. Halswirbelsäule. Alhamdulillah. Freunde, ich kann euch nur sagen, besucht Abu Sultan. Bismillah. So, Freunde, das war's bei Abu Sultan. Wir hauen ab. Bester Mann. Dein Bruder ist auch am Start. Und ja, wir gehen jetzt zum Auto, Freunde. Und ich kann euch nur eins sagen, lasst euch checken. Einmal Knochen brechen lassen. Es wird krass. Also ich fühle mich geil. Ich fühle mich geil. Also ich bin auch geil. Gib mal einen Daumen hoch, weil ich geil bin. Komm. Schönen Schuh. Uff. War schon krass, wo diese Halsgeschichte war. Krass. Hals war krass. Hals war krass. Freunde, ich sag euch eins. Ich mach das niemals, diesen Hals. Wallah, ich wollte das auch eigentlich nicht machen, dieser Hals, weil ich davor Angst hatte. Aber ich muss euch sagen. Aber ich muss euch sagen, Freunde, aber Sultan. Versteht sein Handwerk. Ihr könnt ihn auf jeden Fall abchecken, Freunde. Ich werde euch Abu Sultan in der Beschreibung einfügen. Und dann könnt ihr ihn schreiben auf Instagram und so weiter und so fort. Checkt ihn einfach ab. Ist krass. Kurz mal für den Rip. Skull die Skull.